Hallo und herzlich willkommen zur 75. Folge von Forza Horizon 4. Heute fahre ich den 2017er Ferrari GTC4 Lusso. Ein Ferrari mit Allradantrieb, wie auch schon der Vorgänger der FF. Wir haben auch quasi fast denselben Motor, sogar mit noch mehr Leistung. Jetzt in diesem Wagen hier mit 690 PS, knapp 700 Newtonmeter. Das ist ein 6,3 Liter V12 Saugmotor. Ja, das gibt es noch, glücklicherweise. Und ja, auch eine sehr komische Bauform. Das ist nämlich ein Shooting Brake. Sieht sehr sonderbar aus, wie auch schon der FF. Aber halt nochmal ganz sportlich. Hat ein bisschen Platz. Da sollen auch vier Leute irgendwie so reinpassen. Und man ist vor allen Dingen sehr schnell unterwegs. Man schafft hier locker 330 Sachen. In 3,5 Sekunden auf 100 kann man machen. Dieser Wagen kam jetzt hier, ich glaube, vor einer Woche oder zwei Wochen im Autopass mit rein. Finde ich geil übrigens. Auch mal wieder mehr Ferraris. Wir hatten jetzt ja schon den 812 Superfast. Da war ja im Forzaton. Jetzt wieder einen auch neueren Ferrari. Finde ich mal schön. Mein Ferrari mag ich auch sehr gern, aber da kam halt in Forza bisher nicht so viel Nachschub, was die neueren Modelle angeht. In Portofino haben wir noch gar nicht. Vielleicht ein 488 Pista. Wäre natürlich sehr cool. Was gibt es noch so bei Ferrari? Was wir nicht haben. Weißt du, was fehlt noch? Ja gut, California hatten wir. Teilweise sogar beide Versionen. Wir sind sonst eigentlich ganz gut mit Ferraris versorgt, aber natürlich ist es cool, auch immer aktuelle Modelle drin zu haben. Gerade auch mal sowas etwas Besonderes. Natürlich, Ferrari-Sportwagen sind cool, aber das ist halt auch mal was anderes. Natürlich, der Allrad ist sowieso bei Ferrari besonders. Es haben nicht viele Autos. Es haben nur ganz, ganz wenige. Und halt natürlich auch die Bauform. Vor allem auch ein Auto mit dieser Bauform in dieser Leistungsklasse. Das gibt es, glaube ich, kaum anderswo. Also mir fällt gerade kein Shooting Brake ein, der so viel Leistung hat. Ja, gewichtstechnisch sind wir natürlich leider sehr schwer unterwegs. Luxus wiegt halt auch und die ganze Technik. Leistung, glaube ich, brauchen wir nicht. Tune, die Frage stellt sich eigentlich gar nicht. Der hat definitiv genug Power. Natürlich nur das Beste vom Besten hier. 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe. Spur geht weiter. Das freut mich natürlich, weil, ja, da kann auch noch eine breitere Spur vertragen. Ja. Vorne geht volle Kammer mit dem Rennfahrwerk und hinten sowieso. Bei breiter Spur ist endlich immer besser. Sieht geil aus und fährt sich natürlich auch geiler. Größere Felgen fahren sich nicht unbedingt geiler, sehen aber halt meistens geiler aus. Ich meine, das ist ein Ferrari. Der braucht keine schnuckligen, was waren das, 20 Zöller? Genau, 20 Zöller und hinten. Hinten war es auch 20 Zöller. Ey, ist ja schon ein bisschen süß, da kann auch nicht eine richtige Felge drauf. Okay, die Reifen, oh, sind für die Leistung schon relativ schmal. Mit 295 haben wir 690 PS? Eieiei. Das ist echt nicht viel. Das sind an sich, wenn man so einen Reifen sieht, der ist scheiße breit, aber nicht für 690 PS. Jetzt könnte man sagen, der hat ja Allrad. Guck mal den Aventador an. Der hat auch Allrad und 10 PS mehr. Der hat, glaube ich, 345er hinten. Oder sowas. Irgendwie sicher. Oder 335er oder 355er. Der hat Schlappen. Hier vorne auch, Alter. 245er vorne. Das ist ja nix. Das ist ja gar nix. So. Oh. Bitte was? Wir haben Rennreifen drauf. Serienmäßig. Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das muss ich wirklich sagen. Krass, Alter. Dass der Wagen direkt Rennreifen drauf hat. So, Felgen wieder natürlich ein. Man kann schon fast sagen, leidiges Thema. Der Wagen muss ja auch schöner sehen. Und der kann auch richtige Protzfelgen vertragen. Natürlich auch, wenn ich gerne mit so einem Auto putzen will, aber es ist halt eine Pollkarre. Ist einfach so. Ich meine, ne, sehen und gesehen werden. Na? Von König gefällt mir schon ganz gut. Ich finde sogar die Farbe gar nicht mal so schlecht von den Felgen.
So, nochmal wegen Gewicht. Doch, ich finde, für ein Auto dieser Klasse können wir das Gewicht noch halbwegs seriennah lassen. Spoiler, ich gucke es mir mal an, aber wahrscheinlich werde ich dabei übergeben müssen. Vorne, naja. Tinten. Oh ja, wunderschön. Top platziert, genauso muss das natürlich nicht sein. Nochmal umbauen, schnell gucken natürlich. Aufladen, Twin Turbos, weil natürlich, falls der Sauger nicht reicht mit 6,3 Liter Hubraum, können wir auf Heck umbauen, was wahrscheinlich ziemlich dämlich wäre. Und es geht der Racing V12 aus dem, ist er aus dem F40 Competition oder F50 GT? Ich glaube F50 GT war das. Sagen, Wagen passt so. Leistung, da muss ich noch mehr. Ich meine, 507 kW. Das ist amtlich. Sollte gerade so ausreichen. Und der Wagen soll sich auch noch halbwegs komfortabel fahren. Deswegen wird auch erstmal tiefer gelegt. Optik, ja gut, der ist. Oh, sehr hecklastig auslegt. Allein 81% hinten, das ist ordentlich. Ich meine, das ist auch Ferrari. Dass da nicht 60% der Kraft nach vorne gehen, das ist eigentlich klar. Sturz hat er, wow, ganz schön. Beschleunigung ist natürlich bei dem Auto eigentlich eher nebensächlich. Schnell genug. Ich denke, das ist ausreichend. Einfach nur, man sagt, der ist schnell genug und gut ist. Kann ruhig ein bisschen länger, das ist aber nicht ganz so lang wie in der Serie, glaube ich. Bin dann schon mal ganz kurz eben Serie gefahren, also Übersetzung, boah, ist schon verdammt lang. Ich glaube, wir machen es nicht ganz so lang, ein bisschen kürzer. Aber es hat auch kein richtiger Sportwagen. Der kann sicherlich ziemlich sportlich fahren, bin ich von überzeugt, aber es ist halt kein Sportwagen. Sekunden auf 100 Meilen. Da bin ich irgendwie schon angetan. So, zack, reicht. Und ja, Farbe. Nicht rot. Ich habe, glaube ich, in meinem gesamten Forza-Leben schon so viele rote Ferraris gesehen. Ich meine, rot sieht auch bei Ferraris geil aus. Obwohl der rot nicht mal die Ferrari-Farbe ist. Denn die eigentliche Farbe bei Ferrari ist gelb. Viele Ferraris sind zwar rot, aber die eigentliche Ferrari-Farbe ist ja gelb. Was ich jetzt allerdings bei dem Wagen nicht so gut finde, aber ich habe eine Idee. Ihr kennt doch sicherlich den Hyundai i30 N-Performance. Bestimmt schon mal gehört, ne? Und der Wagen hat ja, da ist ja auch in so einem hellen Blauton bestellbar. Und ich würde mal versuchen, sowas ähnliches hinzukriegen. Nur so in die Richtung. Auch so einen, ja, hellen Blauton. So grau-blau-mäßig. Die Felgenfarbe ändere ich noch, das ist klar, aber. Oh. Alter, auch die Motorhaube, ne? Wie lang die einfach ist. Die ist schon gefühlt länger als mein Corsa. Da muss ja auch ein großer Motor drin sein, ne? Das ist, glaube ich, Frontmittelmotor. Ja, da sollte auch genug Platz sein dafür. Ja, sieht schon mal nicht verkehrt aus. Ich nehme das einfach mal so. Ich würde nichts gegen Rot, aber irgendwann ist es halt auch mal genug und auch ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen langweilig, aber man hat es halt schon wirklich oft gesehen. Und irgendwann, finde ich, sollte man auch mal was anderes ausprobieren. Weil auch andere Farben können sehr, sehr gut aussehen. Natürlich Chromfelgen, aber so im Auto, das ist eh teuer genug. Was kostet, weiß ich gar nicht.
Ist, glaube ich, wahrscheinlich den meisten Käufern in dieser Autos auch ziemliche Latte. Aber, weiß ich, 250.000 kostet so ein Schiff, schätze ich jetzt mal. Oh, mit einem Damaszenerstahl? Ich mach's einfach mal. Die schwarze Felgen soll er nicht kriegen. Sieht, glaube ich, nicht so gut aus. Dann gucken wir mal, wie der Hobel so aussieht. Und können ja mal ein bisschen Gas geben. Und so ganz zufälligerweise ist ja auch die Autobahn in der Nähe. Was für ein Zufall. Meine Güte, ey. Ich bin doch gut. Aber erstmal angucken. Nach diesem wunderbaren Ladescreen. Ah. Doch, ich muss sagen, das Blau, das gefällt mir. Felgenfarbe ist... Ja, passt auch. Felgen selbst gefällt mir gut. Doch, so ein Blau, ja, das hat was. Fällt wohl nicht jeder so rum. So, mal den Sound lauter machen mit dem Headset. Ah, jetzt höre ich auch was. Oh. Ja, Drehzahlmesser, ne, hier ist 10.000, dürfte so bis 8.500-9.000 drehen. Vermutlich auch ein sehr netter Sound. Oh, wir fahren sogar falsch. Stimmt ja. Bei nächster Gelegenheit wenden. Bis zur Autobahn fahre ich nochmal relativ vorsichtig. Ich wollte nicht zu viel zeigen vom Sound, von der Beschleunigung. Was ich jetzt wirklich schon merke, na klar, der Wagen hat Grip. Natürlich Allrad. Ist natürlich so eine Sache. So, Ferrari mit Allrad, ne, weiß man ja nicht. Ich finde es bei so einem Auto aber in Ordnung. Wenn jetzt in den 488 Allrad reinknallen oder in den Nachfolger für den 488, dann würde ich mich schon eher fragen, was soll das? Wenn jetzt Porsche auf einmal eine GT3 mit Allrad baut. Oder nicht mit dem Boxermotor. Oder mit Turbolader. Würde ich auch sagen, seid ihr dämlich oder was? Ein Turbomotor bei Ferrari finde ich schon in Ordnung. Ich muss sagen, 488 hört sich ja trotzdem noch ziemlich geil und auch trotzdem noch so Ferrari-mäßig an. Die hat die Charakteristik nicht verloren. Klar, ein Sauger ist geiler, aber ja gut, was sollen wir jetzt aktuell machen? Geht halt schlecht anders. Aber Allrad finde ich bei so einem Auto doch in Ordnung. Wir gehen mal so für 100 km/h und geben mal Gas. ...250... Aston Martin. Schalt-LEDs. Aber wir wollen nicht schalten. Erst jetzt. So, 300. Also bald Reisegeschwindigkeit erreicht. Bei 10. Er ist kein Top-Speed-Monster. Natürlich, klar, er hat hier Leistung, aber ich denke mal auch natürlich, CW-Wert wird wohl nicht ganz so ideal sein. Aber klar, geht gut ab. Hört sich geil an. Schöner V12. Die Farbe gefällt mir echt sehr gut. Boah. Kann man so machen. Aber auch der Wagen soll natürlich auch auf der Rennstrecke bewegt werden. Oder wir wollen es mal testen, ob der denn da irgendwas kann. Ich muss gerade überlegen, haben wir denn ein saisonales Event? War da nicht irgendwas mit... Warte mal, die Prüfung. SUV-Helden. Die Meisterschaften habe ich gestern gemacht, die Saisonmeisterschaften. Da waren keine Super-GT-Autos. Ich glaube, dann ist ja auch nichts, was jetzt gerade besonders anstehen würde. Dann suchen wir mir mal einfach ein Rennen aus. Wir könnten es sogar mal versuchen. Einfach mal den Colossus fahren? Ich glaube, ich probiere es einfach mal.
So, einmal bitte wenden. Ja, Wendekreis. Groß. Weil der Radstand ist ja nicht gerade klein. Probieren wir mal Kolossus. Da wir eh noch kein Rennen gewonnen, wird sich jetzt ja vielleicht ändern. Ich muss sagen, das Heck gefällt mir ausgesprochen gut. Wenn ich jetzt so von hinten drauf gucke, würde ich nicht erkennen, dass es ein Shooting Brake ist. Ist halt auch der Sinn eines Shooting Brakes. Das ist halt nicht so. Das soll halt nicht wie ein Kombi aussehen. Das ist mal ein bisschen was Eleganteres. Was sportlicher aussieht. Im Kreisverkehr die zweite Ausfahrt nehmen. Mach ich, Anna. Spiegel braucht man nicht. Ferrari-Fahrer sowieso nicht. Ja. Das Sound gefällt mir. Aber soweit ich bin, glaube ich, schon mal den. Das FF oder bin ich F12 gefahren? Dem alle drei einen ähnlichen Motor. Ist einfach so. Ich glaube sogar. Kann es sein, dass ich mich gerade wirklich arg täusche, dass sich die drei Autos nicht gleich anhören. Also der Ferrari FF, der F12 Berlinetta und der GTC 4 Lusso. Ich meine, die hören sich noch anders an. Muss ich nachher mal nachgucken. Oder mal einfach testen. Jetzt gerade nicht, aber irgendwie zwischen dieser. Da kann ich es abbiegen. Der nächsten Folge. Leute, das war gerade ein perfektes Beispiel, warum man den Schulterblick machen sollte. Warum man generell mal seine Spiegel benutzen sollte. Falls ein Ferrari von hinten ankommt. Kann natürlich alltäglich passieren, dass man so einen GTC 4 Lusso mit 200 Klamotten oder so durch den Ort brettert. Damit muss man doch rechnen. Ja. Das kann immer so passieren. Ich probiere es einfach mal. Ich muss aber nochmal die Schwierigkeit ändern. Denn ich bin gestern alle Meisterschaften, also die Saisonmeisterschaften, bin ich alle auch unschlagbar gefahren. Da war eine sogar relativ schwer, muss ich sagen. Ich stelle mal selber eine. Das war die. Das ist, glaube ich, die ganz oben ist in den Bergen. Wie die jetzt heißt, weiß ich aber nicht. So. Morgengrauen, Sonnenaufgang. Ja, morgen. Das passt. Fliegen da natürlich. So, bin ich die gefahren mit dem Peugeot 205 T16. Ich glaube, der heißt so. Das ist ein Rallye-Auto. Da bin ich in der Serie gefahren, glaube ich, mit C597. Und die ersten beiden Rennen gingen eigentlich, glaube ich, einmal Erster, einmal Zweiter geworden. Dann gab es Gleichstand nach dem zweiten Rennen. Aber das dritte Rennen, boah, Alter. Das bin ich drei oder vier Mal gefahren, unschlagbar. Ich wollte nicht auf Experte fahren oder auf Profi. Das dachte mir, komm, schaffst du auch besser. Das war auch ein Sprintrennen. Ey, da war es so schwer, nach vorne zu kommen. Auch der serienmäßige, der Peugeot. Halt, das Getriebe war extrem beschissen abgestuft. Die Gänge waren viel zu lang und hat viel zu lang geschaltet. Wollte ich sehr schwer nach vorne zu kommen. Ich habe es am Ende wirklich nur gewonnen. Ich habe es ja mehrmals versucht. Ich habe es wirklich nur gewonnen mit der Brechstange. Leider. Das ging aber von Schlagbar nicht anders. Ich hätte nur auf Experte fahren müssen, aber das war nicht mein Ziel. Ich wollte alles auf Schlagbar schaffen. Die Peugeot serienmäßig, boah. Also Schaltung wirklich lahm, Gänge viel zu lang. Das ging überhaupt gar nicht. So, ich bin natürlich auch wieder mal. Habe ich die Schwierigkeit jetzt runtergestellt? Ich hab's vergessen. Ich glaube nämlich nicht, oder? Fabian, du solltest mehr aufpassen und weniger labern. Im besten Fall weniger Bullshit labern. Ah ja. Wir machen es nur auf Profi. Nur. Bei einigen Rennen habe ich auch unschlagbar gestern easy gewonnen und war das letzte Rennen mit dem Peugeot. Das war.
Der macht die Strecke halt ziemlich unpassend. Auch viel mit bergauf und so. Da hat sich der Peugeot nicht wohl gefühlt. Nicht kuscheln, Leute, ne? Gott. Einfach mal gucken, was der Wagen hier so kann. Ob er hier was kann. Die Traktionsprobleme sind relativ gering. Da war natürlich der Kurvenspeed nicht sonderlich hoch. Wir probieren es, wenn wir nicht gewinnen. Ist sowieso Wurst. So. Ah. Dankeschön. So, erster Platz. Ich habe die Frage, wie lange noch? Man fühlt sich erstaunlich sportlich. Man fühlt sich gar nicht so träge an, obwohl er immer noch über 1,8 Tonnen wiegt, was verdammt viel ist. Fühlt sich aber nicht so schwer an. Was mir sehr gut gefällt. Oh, die Kurve. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kann ich die überhaupt voll nehmen? Kann ich die gescheit anfahren? Ich glaube nicht. Ja, doch. Bremspunkt. Bisschen früh genommen. Aber halt, das Rausbeschleunigen geht sehr gut. Also da macht der Wagen keine Zicken. Da mockt der nicht rum. Sehr gut. Ist auch bei der Leistung nicht selbstverständlich. Daran heißt nicht, man hat immer Grip. Man hat relativ viel Grip. Aber nicht immer. Natürlich auch je nach Fahrweise kann man auch, wenn man es provoziert, auch null Grip haben und querfahren wie sonst was. Die Kurve ist natürlich sehr gemein. Gut, Wasser sollte kein Problem sein. Da habe ich Grip. So. Abstand ist gut. Und fast die Hälfte des Rennens geschafft. Ja, das könnte ich sogar gewinnen. Ja, schnelle Kurven sind nicht das Revier des Autos. Definitiv nicht. Boah, nicht mal die ging voll. Eieiei. Ja, Moment. Die ging echt nicht voll. Eieiei, das war keine großartige Kurve. Aber wenn man sie halbwegs gut anfährt, geht es auch voll. Ich war nur zu dämlich dafür. So, schaffen wir noch 300. Jawohl. So. Und die Kurve habe ich gut genommen. Schön viel Speed mitgenommen. Für einen kleinen Autobahnabschnitt. Der aber auch meine Position nicht gefährden sollte. So lang ist der jetzt ja auch nicht. Gut gebremst, fand ich. Gute Kurve genommen.
wollte sie jetzt sogar Vollgas nehmen, die Abfahrt, aber ich dachte mir, das kann nicht gut gehen. Das war die richtige Entscheidung. Hier, kein Fall voll. Kommen wir wirklich ziemlich gut klar. Also er fährt sich auch ziemlich entspannt. So, gleich geschafft. Der Sieg sollte sicher sein. Hier muss ich lupfen. Definitiv. Und es wird mein Sieg. So ein kleines bisschen Abstand nach rausgefahren. Ein paar Sekündchen. Ob die Zeit gut ist, keine Ahnung. Ich bin die Strecke schon mal gefahren. Ich glaube sogar zweimal im Let's Play. Das ist jetzt aber auch schon ein paar, nicht nur ein paar Folgen, sondern natürlich auch zeitlich gesehen ein wenig her. Deswegen weiß ich nicht, was ich da gefahren bin oder wie schnell ich gefahren bin. Ich kann mir mal gut vorstellen, dass ich mit dem Wagen schneller war und vor allen Dingen deutlich weniger Fehler gemacht habe. Ich glaube, am ersten Mal, wo ich das Rennen gefahren bin, habe ich mehr zurückgespult als Rennen gefahren. Diesmal ging das eigentlich. So, knapp 50.000. IP, boah, ist ganz in Ordnung. Das reicht für einen Wheelspin. Straßenrennen, Runde 25. I'm really surprised. Wagen, top. Jetzt wird es auch dunkel, sehr gut. Ich muss sagen, halt die Rückleuchten. Boah, die sind auch beim 812 Superfast. Sexy, ne? Sieht halt so ein bisschen aus auch wie die Endrohre. Das ist echt sexy. Scheinwerfer typisch Ferrari vorne langgezogen. Ist in Ordnung. Halt eine riesen Motorhaube. Können da drauf schlafen quasi. Cooler Wagen. Mal ein bisschen hier in der Nacht rumcruisen. Das war der Innenraum bei Nacht. Was man auch hier sieht rechts, natürlich auf dem Beifahrersitz. Hat auch der Beifahrer hier ein Info. Ganggeschwindigkeit, Drehzahl und so weiter. Ein paar Informationen. Das hat aber, glaube ich, auch schon der 812 Superfast. Also ist der Wagen hier nicht alleine. Aber natürlich cool, dass man nicht immer hier zum Fahrer rüber gucken muss oder ihn stören muss. Man sieht es direkt gleich. Nett gemacht. Aber den Bildschirm, da kann man, glaube ich, auch... Kann man den selber konfigurieren? Kann man da jetzt zum Beispiel Musik oder sowas reinmachen oder sich andere Sachen anzeigen lassen? Weiß ich nicht. Aber geht bestimmt. Der neue Anzeige oben am Lenkrad. Schaltanzeige. Die war bei Ferrari bisher auch immer anders. Ja gut, brauche ich eh nicht. Ich schalte eh später, aber... Für den typischen Ferrari-Fahrer sollte es wahrscheinlich reichen. Das heißt, okay, ich muss nicht schalten, wenn der Wagen schon rumjault. Man soll auch schalten ein wenig früher. Dass der Wagen nicht so sehr gequält wird. Doch, innen, ja? Gefällt mir. Ich muss sagen, Ferrari, es gibt, finde ich, deutlich schönere Innenräume als die von Ferrari. Also ist das natürlich nicht schlecht. Ich meine, wenn ich in so einem Ding nicht sitzen würde, würde ich wahrscheinlich vor Freude ausflippen und weil alles so geil ist und Material und alles. Da würde ich wohl nicht drauf klarkommen, aber halt jetzt für so ein Spiel, was ich hier gesehen habe, natürlich kann ich schönere Innenräume. Und ich finde Ferrari, was die auch nicht bräuchten, finde ich, ist in der Mitte der analoge Drehzahlmesser. Ich finde, die könnten ruhig voll digital machen. Und auch vielleicht diese Dreiteilung hier aufheben. Von hier in der Mitte quasi analog der Drehzahlmesser, rechts digitaler Tacho und links halt, kann man glaube ich, sich variabel einstellen. Ich finde, sie könnten mal voll digital machen. Würde ich glaube ich mal cool finden. So ein großes Display wie jetzt, weiß ich, im Audi A8 oder sowas. Einfach ein riesen Display. Jetzt nicht so groß wie in einem Mercedes, das jetzt nicht, aber. Das wäre schon mal, würde ich ganz cool finden. Ja,
ein nettes Auto, mit dem wir auch in der nächsten Folge weitermachen werden. Ich halte mal ganz kurz an. Die Folge ist vorbei. Dann vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Vielleicht morgen 18 Uhr. Also bis dann und tschüss.